herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gregors Gaming Gyros. Und eigentlich habe ich momentan ja relativ wenig Zeit, denn ich stecke mittendrin in den Vorbereitungen für ein großes Weihnachtsspecial. Und ihr könnt euch schon mal vormerken, ab kommendem Montag, 17.12., gibt es 7 Tage lang 7 Spiele, die es absolut wert wären, an Heiligabend unterm Weihnachtsbaum ausgepackt zu werden. Und was für Spiele darin vorkommen werden, ich habe ja vorab schon ein paar kleine Teaser getwittert. Ihr könnt ja schon mal raten und sehen, was da alles mit dabei ist. Aber das ist erst Anfang kommender Woche. Kommen wir zum Tagesgeschäft. Gerade frisch rausgekommen auf Xbox Live Arcade und PlayStation Network ist Black Knight Sword, ein Spiel von Grasshopper Manufacture, und das ist die Firma der Programmierstars Shinji Mikami, Suda51 und Akira Yamaoka. Und Yamaoka und Hair51 haben eben dieses Black Knight Sword fabriziert, was augenscheinlich auf den ersten Blick ausschaut wie Castlevania Symphony of the Night. Und wenn man sich an einem Spiel orientieren kann, warum sollte es nicht Symphony of the Night sein? Ich werde mir gleich die amerikanische Demo anschauen und ich würde sagen, lass uns nicht weiter trödeln. Wir gehen jetzt in Black Knight Sword. Ich habe ein bisschen Angst, die Sachen hier zu überspringen. Weil vielleicht kommt ja was Cooles und ich drücke auf Start und ich verpasse den besten Abspann aller, oder besser gesagt Vorspann aller Zeiten. Black Knight Sword. Klingt ein bisschen wie der Resident Evil Sprecher, dem man gesagt hat, mach mal eine Nummer langsamer und nicht ganz so gruselig. Interessant auf jeden Fall schon mal, ich hab's in den Videos dazu auch gesehen, anscheinend bleibt dieser Theaterrahmen die ganze Zeit über bestehen. Und ich habe ja eigentlich nichts gegen solche Rahmen oder solche Ideen. Mir ist der Moment ein bisschen zu groß, aber mal gucken, wie sich das äußert, wenn wir ins Spiel reingehen. Okay, Cat Headgrass, was ist das? Wie gesagt, ich musste beim ersten Anschauen der Videos dran denken, dass es mich an Symphony of the Night erinnert und das ist ja auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Stilistisch hat es auch ein wenig was von, hier kann man wahrscheinlich die Sachen sammeln mit Katzenfiguren, stilistisch hat es mich ein bisschen auch erinnert an Odin's Sphere auf der PlayStation 2, das gibt es übrigens auch im US PlayStation Network für ein Apple und ein Ei, ist ein schönes Sidescroller-Action-RPG. Was so große handgezeichnete Flash-Figuren genommen hat und die paar 3D, ich spiele mal auf normal, per 3D-Manipulation bewegt hat. Das ist ein bisschen anders als klassische 2D-Animation. Heute habe ich echt wirklich einen Wurm drin. Und das sah zwar ein wenig merkwürdig auf den ersten Blick aus, aber hatte doch einen schönen, echt wirklich einnehmenden Stil. The Wormwood sways back and forth. Restless in the wind. The sky is gloomy. The wind is pregnant with rain. The wormwood is buffeted by the wind. Torn apart and scattered. Blown away. Ich hoffe mal jetzt nicht, dass die Demo daraus besteht, dass der Sprecher für 15 Minuten lang seine Monologe abhält. Obwohl wir spielen ja nicht Okami, sondern wir spielen Black Knight Sword. Ich bin beim letzten Mal seit der Ni no Kuni-Demo ja ein bisschen vorsichtig geworden. Vielleicht gibt es ja auch wieder ein Zeitlimit hier. Ja, das fängt ja schon mal gut an. Warum gibt es denn da einen fröhlicheren Einstieg, wenn man nicht jemanden von einem... Oh, und ich kann ihn sogar bewegen. Wenn man nicht jemanden an dem Seil hängen sieht. Oh, das war ja ganz nett. Anscheinend bin ich gestorben als Charakter. Oh, und ich kann mich sehr langsam bewegen. Das ist irgendwie zombiastisch. Ich bewege mich mal hin zu dem Viereck. Oh, ich dachte, das wäre eine Person, mit der man sprechen kann, aber es schaut aus wie ein Sword, ein Black Knight Sword anscheinend. Ja, wisst ihr, auf Englisch, man spricht das wenig aus, also ist es Sword. Okay.
Ah, und jetzt ist die Geschwindigkeit da. Okay, man sieht, also der Symphony of the Night-Gedanke auf den ersten Blick kommt nicht von ungefähr. Ich habe hier einen Doppelsprung. Die Bühne wackelt dabei. Ah. Okay, Bewegung. R2. R2 ist aufladen. Okay, dann mache ich einen Hadouken mit einem Gesicht. Attack, Jump und Camera Control ist nach links und rechts bewegen. Okay. It looks like you can pass through if you crouch. Okay, Doppelsprung. Und. Ah. Enter the door by pushing up. Und. Ich komme auf der Seite raus. Ich muss sagen, so, dass. Achso, Break, okay. Ich muss sagen, dass viele Hersteller mittlerweile dank. Ah, und ich kann. Oh, das kann ich auch machen. Das hat ein bisschen so der Chun-Li-Fuß-Move. Dadurch, dass große Hersteller jetzt durch PlayStation Network und so Download-Titel die Chance haben, mal ein paar kleinere Spiele zu machen. Okay, Black Hellebore's Power. Release. Operate Switches. Achso, okay, dann ist es ein. Hadouken Switch. Okay, das war ein bisschen zu hoch. Da muss ich, glaube ich, hier draufstehen. Ah, okay, das sind schon mal Puzzle-Elemente. Fällt mir ganz gut. Ja, das große Hersteller wie Grasshopper Manufacturer, die können sich erst natürlich oder müssen dann davon leben, dass sie wirklich eben große, hochqualitative Blockbuster für ihre Art dann machen. Sowas eben wie Shadows of the Damned und Lollipop Chainsaw. Microwaves in the game. Kann ich die kaputt machen? Kling. Da sind natürlich Herzen drin. Aber eben, dass auch solche Hersteller dann sich ein kleineres Budget nehmen können und dann einen Titel wie den hier fabrizieren. Touch it to pick it up. Can review. Okay, das sind Collectibles. Und sowas hätten wir in den Zeiten vor PlayStation Network und Xbox Live Arcade nicht gesehen und eben und der ganzen Indie-Szene. Das ist noch eine ganze Stufe drüber von der Indie-Szene, weil du eben hier auch wirklich schon professionelle Entwickler mit dabei hast. Double Jump können wir. Kann ich da was machen? Double Jump. Ach, oh, okay, okay. Okay, gut, gut. Ich hoffe nicht, dass Evade. Ah, gut, 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 gut. Da kann man so damit ausweichen. Ich hatte mir auch mal das Vergleichbare. Das ist schön blutig. Das vergleichbare rein visuell Blood Rain 2D-Scrolling-Game für PlayStation Network runtergeladen, aber da habe ich noch nicht so richtig reingespielt, weil mich hat es dann eben auch an Symphony of the Night erinnert. Das kommt auf den ersten Blick schon ein bisschen cooler, muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen so eine Art Mischung zwischen Shadows of the Damned und Nightmare Before Christmas, was den Stil angeht. Und diese Theaterrahmenmaske, mich erinnert jetzt im Moment ein bisschen an Paper Mario 2 auf dem GameCube. Da sind ja die Random Encounters sozusagen alle auf einer Bühne abgelaufen, während das Publikum dir zugejohlt hat. Und vielleicht kommt ja hier auch noch zusätzlich Publikum von unten und bejubelt deine Aktionen und macht sowas. Oh, eine Brücke. Oh, mal sehen, warte mal, ich meine, so, boff, 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 wie Chun-Li, ne, mit dem Fuß, aber hier machen wir es mit dem Schwert. Warte mal, Evade war das, Hadouken war das. Ich muss sagen, so im ersten Moment, die Steuerung ist auch schön präzise im Moment, daran hakt es ja gelegentlich mal. Und ich muss auch gerade im Moment denken, es gibt so ein schönes ein schönes 2D-Grafik-Adventure auf Uhr für den PC auf Steam. Mir entfällt der Name im Moment, aber es geht um Träume und da ist alles so mit so ein bisschen wie Wallace und Gromit mit Stop-Motion-Wachs-Figuren dann gemacht und abgefilmt. Das ist sehr cool. Hat auch stilistische Spent Hearts, Left Stick, you can. Rescue Eyeballs. Oh, ein Kätzchen.
Okay, das war vielleicht nicht so klug. Was ist damit? Okay, ich verliere ein bisschen was von der Viva-Energie da oben. Wow. Okay, jetzt. Die Herzen sind übrigens keine Energie. Ach, es sind wohl keine Herzen, sondern Eyeballs. Oh, shit. Ja. Schon ver... Oh, Alter, Alter, Alter. Okay, ducken ist wohl besser. Ist genau wie bei Castlevania im Moment gerade. Kann man nach oben slashen? Ja, scheiße. Da habe ich nicht aufgepasst. Ja, Stage 1, aber ich habe doch noch bestimmt ein Leben, oder? Oder ist hier vorbei? To increase the power, rescue Alba's in touch. Kann ich das im Menü vielleicht machen? So God of War Style? Ich verstehe das gerade im Moment nicht, aber vielleicht habe ich da auch im Moment einen Denkfehler. Ich hätte jetzt gedacht, das ist was. Ah, okay. Das sind die Eyeballs. Okay, ich dachte, ich. Gott, oh Gott! Entering with dignity comes a strange giant eyeball. Strengthening his armor. Certain amounts of additional parts will break. Earthlings eyes. Wie viele Herzen habe ich denn? Wie viele Augen? 48? Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Give me the hearts which you are carrying. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Kann ich den denn wieder, kann ich in den Shop nochmal rein? Ah ja, wenn ich ihn. Okay, dann verdiene ich nochmal ein bisschen Geld und gehe gleich zurück, weil ich will das 50er Upgrade zumindest haben. So, gehen wir wieder zurück. Wow! Alter. Vorhin lief das alles so locker und easy. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Oh, it's you! Das ist so eine Kreuzung zwischen dem Verkäufer aus Symphony of the Night und diesem einen Endgegner, der aus 1000 Leichen besteht, die zu einem großen Ball zusammengebunden sind. Okay, Mercurian Tears will ich bitte. Okay, und jetzt ist meine Arme ein bisschen, ich sehe ein bisschen mehr Samurai-Eger aus. Meine Arme ist ein bisschen dann aufgewertet. Übrigens, wenn ich hier schon über Symphony of the Night rede, ab heute auch offiziell im PlayStation Network erhältlich, endlich, die europäische PlayStation 1 Version von Symphony of the Night. Die gab es ja im US PlayStation Store schon seit einigen Jahren. Und die will ich im Moment noch nicht per se empfehlen, weil... Oh, vorsichtig. Alter. Das ist doch ziemlich präzise. Vielleicht sollte ich doch das Steuerkreuz benutzen statt den Stick. Oh Gott, oh Gott. Weil ich bin mit Stick ein bisschen weniger präzise als mit dem Steuerkreuz hier. Es gibt auch die europäische Version im europäischen PlayStation Network Store von Symphony of the Night zu kaufen. Und eigentlich hätte ich da eher empfohlen, das PSP Remake von Dracula Rondo of Blood, Dracula X Chronicles zu kaufen. Dort ist nämlich auch Symphony of the Night mit dabei, aber es gibt es leider nicht im PlayStation Store selber, sondern nur normal auf PSP. Die deutsche Version ist leider ein bisschen, ja, 50 Hertz und, Alter, 50 Hertz und Rücklicht. Da hat man gesehen, ich wurde ein bisschen getroffen und jetzt bin ich wieder zurück auf dem alten Niveau. Ja, es wird doch alles ein bisschen komplexer hier. Alter, das sind ja schon fast Ninja-Gaiden-artiges Gegnerplatzierung. Das haben die alten... Scheiße, ich dachte, ich stunne ihn, wenn ich ihn haue. Das haben so ein bisschen die alten Jump'n'Runs dann an sich, dass sie bewusst deinen Flow unterbrechen. Dass sie bewusst deinen Flow unterbrechen, dass du nicht eben komplett durchhopsen kannst, sondern dabei automatisch in die Schüsse der Gegner reinläufst. Was ist denn da passiert? Oh, ich darf die Kätzchen anscheinend nicht hauen. Alter. Plump.
Also das war ja cool jetzt. Oh, ein großes Herz. Das sind gleich 20 auf einmal. Haben wir die mal hier weg. Ja, und ich glaube, beide Spiele kosten das gleiche. Also knapp 10 Euro. Und für jemanden, der Castlevania Symphony of the Night, wie ich schon, relativ häufig durchgespielt hat, ist es natürlich erstmal müßig. Ich habe ja auch die anderen Fassungen hier da stehen. Und ganz im Ernst, wenn ihr dann nicht auf einen Account gebunden seid, würde ich sagen, holt euch das besser im US-Store. Oh, Alter. Scheiße, sind die Herzen da unten noch vorhanden? Ja. Lass ich nochmal aufnehmen. Holt euch besser die Version, weil die hat dann eben nicht die Slowdowns und nicht die 50-Hertz-Balken. Da ist Sony im europäischen PlayStation Network Store ja leider, ähnlich wie Nintendo, nicht ganz so auf der Höhe. Es ist einfacher, die uralten... Scheiße, ich hab's vergessen. Immerhin habe ich... Obwohl, meine Energie ist noch ziemlich voll. Ne? Oder fehlt da oben ein Stück aus der Viva-Energie? Also ich stun ihn nicht, aber dann machen wir lieber den hier. Ja. Aber vielleicht mache ich irgendwann mal demnächst auch was... Hä? Was war das denn hier? Demnächst mal irgendwas zu Symphony of the Night oder mal allgemein so ein Metroidvania-Special. Wird's übrigens auch ein Titel... Ups, scheiße. Wird übrigens auch ein Titel in der Spielweise im Weihnachtsspecial mit dabei sein. Alter, was mache ich denn da? Bin ich schon so talentfrei? Okay. Ach, die habe ich schon aufgemacht. Okay, ich bin gerade ein wenig perplex. Schön, dass sich die Grafik je nach Location dann hinten wie eine Theaterkulisse reinschiebt. Das gefällt mir, um da mal einen berühmten Menschen zu zitieren. Mit berühmter Mensch meine ich Jay, unser Grafiker. Irgendwas sagt mir, dass ich hier durch könnte. Ach so, ich kann durch die... Ach, Alter. Sag das doch einem, dass ich hier durchjumpen kann. Okay, aber jetzt weiß ich Bescheid. Das sind schön hässliche Gegner. Ja, ich muss bis jetzt hier sagen, ich finde das ziemlich cool. Ja, aber Metroidvania Special wäre vielleicht doch eine nette Idee für zukünftige Ausgaben von Gregors Gaming Gyros. Bitte auch gerne immer, ich freue mich sehr über das Feedback, auch wenn ich noch nicht Zeit hatte, alles komplett zu beantworten. Oh. An icy wind sweeps through. Okay. Ich lese natürlich alles Feedback und versuche dann, mich zeitig auch hinzusetzen und das zu beantworten. Gerne Themenvorschläge für künftige Ausgaben von Gregors Gaming Gyros. Ey, wenn mir jetzt wieder einer fehlt... Dann gibt's Kloppe. Hm? Da ist er ja wieder. Oh, it's you. What can I do for you? Ah. Okay, die 80 kriege ich nicht. Aber ich hole mir nochmal ein Armor-Upgrade. Ja, okay. Nach und nach Upgrades dann zu machen. Ich muss sagen, mir gefällt vielleicht diese Art hier auch ein bisschen besser, sowas an dem Laden zu machen. Klar, God of War hat eingeführt, geh ins Menü rein und benutze dort dein Blut und alles, was du aufgepowert hast. Aber ich habe das schon so oft gemacht, muss nicht unbedingt sein. Okay. Okay, das ist super. Ah, schade. Jetzt habe ich mich drauf gefreut, einmal den schönen Endgegner zu besiegen. Aber, ja, das war die Demo zu, ich will immer Black Rock Shooter sagen, aber zu Black Knight Sword. Wir sehen uns gleich wieder auf der anderen Seite und resümieren ein wenig, was wir uns alles hier angeschaut haben. Bis gleich.
So, damit wären wir wieder zurück aus Black Knight Sword und insgesamt muss ich sagen, ja, mein Eindruck vorab hat sich bestätigt. Es ist ein Metroidvania, aber ich muss auch sagen, eines der besseren. Die Steuerung ist schön griffig und tight, wie man so hübsch auf Neudeutsch formuliert. Die Grafik und der Stil sind typisch Grasshopper Manufacturer ein klein wenig anders und der Rahmen hat mich auch wesentlich weniger gestört, als ich es vorab erwartet hätte. Nicht vergessen, ab kommendem Montag, 17.12. das große Weihnachtsspecial, gleiche Stelle, gleiche Welle, gleicher YouTube-Kanal www.gregsrpgheaven.de. 7 Tage lang 7 Spiele, die es absolut wert wären, an Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum ausgepackt zu werden. Bis dahin, das war Gregors Gaming Gyros und ich sage Hellas.